Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht's, ich bin schon unterwegs, habe ein Snowboard mit dabei. Wir sind in Davos angekommen gestern Abend. War ein mega langes Part irgendwie, voll anstrengend, obwohl es nur 6 Stunden waren. Aber da mussten wir auch Corona-Test machen und noch einkaufen, weil hier in der Schweiz kann ich das können nicht leisten. Und jetzt sind wir in Davos angekommen. Das Hotelzimmer ist sehr einfach, würde ich noch sagen, aber auch das kann man sich einfach nicht leisten. Und ja, jetzt geht es heute am ersten Tag nach Davos, Park. Und in 2 Tagen habe ich meinen Europacup hier. Ja, bin ein bisschen nervös, bin gespannt, wie der Jump ausschaut und zeige euch ein bisschen, wie ich jetzt quasi mich vorbereite auf den Europacup. Und jetzt muss ich erstmal die Bahn finden. Der Fred hat mir so ein bisschen die Richtung gesagt, aber ich habe halt hier auch kein Internet. Heißt, ich muss jetzt so ein bisschen auf die Suche gehen. Ja, schauen wir mal, ob ich es finde. Da hinten geht die Bahn auf jeden Fall hoch. Ich gehe jetzt einfach mal hier rechts lang und schau. Da müssen wir hin. Da fährt schon die Gondel. Da ist normalerweise immer die Kalb gewesen. Ich glaube da. Alright, wir sind am Park angekommen. Ja, 3 Medium Line Jumps und eine Pro Line und 4 Jump Obstacles, soweit ich sehen kann. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Medium Line an, fahren uns da ein bisschen ein und dann schaue ich mir den Pro Line Jump an. Let's go! Ich habe mir jetzt den Speed angeschaut für einen großen Jump und ich glaube, speedtechnisch ist es ein bisschen schwierig, weil es sieht so aus, als ist man relativ langsam, aber der Jump an sich ist schon ziemlich groß. Also ich glaube, es fühlt sich ein bisschen komisch an bei der Anfahrt. Haben jetzt auch schon einige gesagt, so, oh, es fühlt sich so an, als würdest du nackeln, aber du kommst dann perfekt rein und so. Aber ja, ich fahre jetzt noch ein paar Mal die Medium Line, bis ich mich wohlfühle und dann gehe ich auf den großen Jump und bin schon gespannt, wie er ist. So Leute, ich bin jetzt auf dem Weg runter. Ich habe jetzt leider nicht mehr gefilmt, einfach weil ich mich dann doch immer aufs Training konzentriere und dann hatte ich heute keinen, der mich gefilmt hat, weil ich komplett allein am Berg oben war. Das war auch nicht so ganz so optimal. Das Training lief so lala gut, muss ich sagen. Also ich habe 3er gemacht, das passt alles, aber ja, ich hatte trotzdem irgendwie Angst vor dem Jump und das habe ich lange nicht mehr gehabt. Und deswegen habe ich es sehr langsam angehen lassen, würde ich mal sagen. Wir haben morgen noch einen Trainingstag und da kann ich dann auch nochmal die Cap-Sachen machen. Ich glaube, ich fühle mich Cap auf dem Jump, glaube ich, auch ganz wohl. Ich habe jetzt nur ein paar Inruns geübt, das heißt, ich bin noch nicht Cap gesprungen. Naja, morgen, wie gesagt, neuer Tag. Wir fahren jetzt hier im wunderschönen Davos. Dann ging es weiter mit dem ersten offiziellen Training, quasi einen Tag vor dem Wettkampf hat man nochmal Zeit, sich auf den Jump einzufahren und eigentlich mega der geile Jump. Und hier sieht man mich, wie ich mit meinem ersten Run den Speed falsch eingeschätzt habe und hart nackel.
ja, der ganze Spaß hat dann im Krankenhaus geendet mit einer heftigen Fersenprellung und ich konnte halt einfach gar nicht mehr laufen. Ich habe dann versucht, den Fuß, soweit es geht, zu kühlen, da ich schon in 3 Tagen den nächsten Europacup hatte, und zwar in Berchtesgaden, wo wir auch dann hingefahren sind. Wir hatten mega die schöne Unterkunft, direkt mit Blick auf den Watzmann, was echt mega nice war, aber die Ferse war halt immer noch richtig am Arsch. Wir sind jetzt am Götschen angekommen und ja, heute oder jetzt ist nämlich eigentlich Training für den Slopestyle Europacup morgen und den Europacup Big Air am Montag. Ja, mein Fuß ist ultrablau, deswegen muss ich jetzt erstmal probieren, ob ich überhaupt in den Boot reinkomme. Und wenn ich reinkomme, dann muss ich probieren zu snowboarden, ob es überhaupt geht. Ich würde halt ultra gerne mitfahren, wegen den Punkten natürlich und einfach, ja, quasi in Deutschland bei dem einzigen Europacup hier quasi mal zu zeigen, was ich kann. Aber ja, jetzt gucken wir mal, ob ich in den Boot reinkomme und ob ich überhaupt quasi Gewicht auf die Fersen geben kann, weil es halt einfach, es tut so unnormal weh. Und scheiß brutal. Alright, ich würde sagen, wir testen das jetzt mal. Wir versuchen das jetzt mal irgendwie in den Boot zu bekommen. So, es hilft zwar nicht wirklich viel, aber es ist wenigstens so ein bisschen weich. Ja, schauen wir mal, ob das was hilft. Oh, ich krieg meine Hand jetzt nicht mehr raus. Okay. Die Sohle hält überhaupt nicht. Pass auf jeden Fall rein. Kann die Ferse zwar immer noch nicht belasten. Ja, machen wir den Boot mal zu und schauen, wie es geht. I was just standing on my front leg and was hoping for no bumps to come. Yeah. Because the worst part is when there are bumps. And you are just like bumps that go all over the place. Yeah. And it's like horrible. So it's impossible to ride now? Yeah, I can't. And then if you don't ride now, then Monday's not good because you have no practice. I mean, the jump is not really big, so it would not be like the biggest problem. I'll like think about it and then see how it is. Yeah. Leider konnte ich auch am nächsten Tag den Fuß überhaupt nicht belasten, beziehungsweise die Ferse, und habe mich deswegen dann dazu entschlossen, nicht am Contest teilzunehmen, weil es einfach auch zu gefährlich war, wenn ich wieder zu viel Belastung quasi auf der Ferse gehabt hätte. Ich fahre jetzt zu meinen Eltern nach Hause und werde dann versuchen, dort noch schnell einen Osteopathie-Termin zu bekommen und dann den Fuß so gut es geht zu recovern, weil Anfang März habe ich schon den nächsten Europacup in Flachau Winkel. Was heißt, ich muss in 1,5 Wochen fit werden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass ich in 1,5 Wochen wieder fit bin. Und ich nehme euch jetzt die nächsten Tage mit über meinen Recovery-Prozess quasi zum Osteopathie-Termin und so weiter. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es mal nicht so positiv war. Aber ihr sollt ja auch mal die Schattenseiten vom Snowboarden sehen. Und lasst gerne ein Like da, Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal.